Hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute in dem kleinen Video wollen wir uns beschäftigen mit dem Prüfen der Außentemperaturanzeige bei unserem 107er. Gerade bei den US-Modellen wurde ja die mittlere Auslassdüse im Armaturenbrett dafür genutzt, um die Außentemperaturanzeige unterzubringen. Und wie man dieses Gerät, wie man die Komponente genau prüft, das zeige ich euch nach dem Intro. Bleibt auch unbedingt bis zum Schluss dran. Zum Schluss kommt das Schaltbild der ganzen Komponente, die da mit reinspielt, um die Außentemperatur vernünftig anzeigen zu können. So, hier haben wir unsere zwei Auslassdüsen, einmal links, einmal rechts, und in der Mitte angebracht ist unsere Außentemperaturanzeige. Hier, weil US-Modell in Fahrenheit. Und wie man jetzt das Gerät prüft, das zeige ich jetzt euch gleich. Dazu brauchen wir ein handelsübliches Multimeter, am besten ein Digitalmultimeter, das die Spannung und den Widerstand anzeigen kann. Und als erstes, um das vernünftig prüfen zu können, damit man hinter an die Anschlüsse kommt, nehmt ihr euch einen Kunststoffkeil und fahrt hier unter diesen Metallrand von diesem Instrument und drückt es gleichmäßig an allen Seiten zu euch her. Und dann könnt ihr das relativ einfach dann hier aus der Vertiefung rausnehmen. Und hier hinter habe ich dann den Stecker an diesem Messgerät dran. Den drücke ich an der Seite, an der geriffelten Fläche, hier weil es rechts und links hier ein bisschen zusammen. Und dann kann ich hier diese Anzeige dann schon abnehmen. Und dann habe ich jetzt hier so meine Anzeige in der Hand. Und wenn ich jetzt hier diese Gummidichtung ein bisschen nach unten schiebe, dann sehe ich auch hier die ganze Daten von dem Instrument hier, unter anderem auch hier die Teilenummer und wann das ganze Teil gebaut worden ist, hier im November 86. Und hier hinter am Stecker am Anschluss sehe ich dann die Belegung. Ja, man muss es auch richtig rumnehmen. Hier einmal Pin 1, Pin 2, Pin 3 und Pin 4. Und je nachdem, wenn ich jetzt das so drehe, mache ich meine Messung jetzt an dem Stecker, ob zum einen die richtige Spannung anlegt und zum anderen auch der richtige Widerstand, damit man ein vernünftiges Ergebnis dann auch bekommt für die Anzeige der Außentemperatur. Ich nehme hier ein handelsübliches Multimeter, stelle das auf 20 Volt. Stelle jetzt mal da oben hin, wenn es hält. Und messe jetzt mit eingeschalteter Zündung, messe ich jetzt mal die Spannung, ob überhaupt 12 Volt hier an meinem Stecker hier ankommt, zwischen 1 und 2. Und hier habe ich jetzt ja annähernd 12 Volt, 11,96. Das passt, Spannung liegt an. Und im nächsten Schritt habe ich jetzt meine Garage auf 20 Grad aufgewärmt, dementsprechend, und messe jetzt den Widerstand, auf mir der richtige Wert angezeigt hier wird, zwischen Pin 2 und 3. Stelle mein Multimeter um auf Ohm, in meinem Fall jetzt auf 20 Kiloohm. Das ist die Anzeige, mit der ich nur am besten sehe, ob die Werte passen oder nicht. Fahre jetzt in die Belegung 2 und 3 rein und schaue jetzt, ich habe jetzt hier einen Wert von 4,24 Kiloohm. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen weniger wie 20 Grad. Das kommt hin, die genaue Werte, was er anzeigen muss, bei welcher Außentemperatur, blende ich euch mit ein. Man versucht jetzt aber trotzdem die Temperatur noch ein bisschen anzuheben, dass er angehend vorne am Messfühler an der Kennzeichenverstärkung hinter dran befindet sich ja der Außentemperaturfühler, dass wir da annähernd 20 Grad haben, und dann messen wir, und dann müsste dieser Widerstand müsste nach unten gehen.
Ein geringerer Widerstand bedeutet wärmer und ein höherer Widerstand bedeutet dann, es ist kälter. So, ich bin jetzt vorne am Fahrzeug. Ich habe jetzt hier so einen Föhn, einen ganz normalen Föhn, ja, aus dem Bad geklaut. Und dort werde ich jetzt meinen Temperaturfühler vorne etwas erwärmen, damit ich so die 20 Grad habe, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann schauen wir uns, ob der Widerstand sich am Stecker verändert, ja, damit wir hier annähernd passendes Messergebnis dann auch an unserem Instrument anliegen haben und das dann auch die richtige Temperatur anzeigen kann, drinnen im Cockpit. So, wir haben jetzt vorne ein bisschen den Temperaturfühler erwärmt und jetzt schauen wir hier, ob wir einen geringeren Widerstand haben. Ja, und tatsächlich haben wir jetzt nur 1,28. Also er reagiert richtig. Wenn sich die Umgebungsluft erwärmt, wird der Widerstand hier geringer und der richtige Wert zum Messinstrument wird weitergeleitet. So, das passt soweit. Wir können unser Instrument wieder anschließen. Aufpassen oben, dass dieser Haltesteg dann auch in die Aussparung reingeht, damit er den Stecker hier richtig rum anschließt. Draufdrücken, bis es klack macht. Und dann dieses Instrument relativ mittig dann wieder eindrücken. So, da ich jetzt gerade vorne meinen Außentemperaturfühler mit dem Föhn behandelt habe, zeigt er jetzt natürlich hier knappe 100 Grad Fahrenheit an. Das entspricht so 38, 37 Grad Celsius. Der geht jetzt auch weiter noch runter, ja. Bloß ich bin jetzt direkt vom Föhn jetzt hier wieder rein, habe den Widerstand gemessen. Also kommt das ganz gut hin. So, das war's jetzt auch schon wieder mit unserem kleinen Video hier zur Prüfung der Außentemperaturanzeige beim 107er. Die genaue Messwerte bzw. das Schaltbild von dieser ganzen Anlage blende ich euch jetzt noch im Abspann mit ein. So, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat, wenn es informativ war. Teilt auch sehr gerne das Video und macht natürlich ein Abo über den Kanal. Das würde mich wahnsinnig freuen. Drückt auch gleichzeitig auf die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video. So, im Schnitt kommt in der Woche zwei neue Videos hier zu diesem Kanal dazu. Und da ist bestimmt das eine oder andere Thema auch für euch dabei. Also wie gesagt, ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder seht. Bis dann, macht's gut. Ciao.